Hallo, hallo. Hallo. Ja, grüß dich. Ja. Ja, hallo nach Prost. Potsdam. Prost. Prost, ich habe Wasser. Ich Ja. habe auch, Corona-Wasser. Ja, wann kann man schon mal die Blechtrommel auf einer großen Leinwand sehen? Ein Film, der vor 40 Jahren den Oscar als bester fremdsprachiger Film gewonnen hat, der auch mehrere andere Auszeichnungen gewonnen hat. Wann kann man ihn in einer so wunderschönen restaurierten Fassung sehen? Und wann kann man mit dem Regisseur danach per Q&A direkt darüber reden? Herzlich willkommen, alle, die die Gelegenheit heute wahrnehmen, und herzlich willkommen, Volker Schlöndorff. Wo sind Sie gerade? Ja, ich bin in meinem Heimatort Babelsberg, Vorort von Potsdam, Ja. in dem wunderbaren Kino Thalia hier, was auch um die Ecke ist bei mir, sowieso mein Hauskino. Ich glaube, nach der Wende hat Tom Tykwer das Kino gerettet und gemanagt eine Zeit lang. Also hier sind sehr gute Vibrationen in der Luft. Sie sind sozusagen fast alleine im Kino jetzt, die Vorstellung eben. Ja, ist geradeaus. Also hier vor mir saß das Publikum. Wir haben eine sehr als Generalprobe eine sehr schöne Diskussion gehabt. Und ich habe als erstes hat mich jemand gefragt, wie ich mich denn fühle, wenn ich nach 40 Jahren jetzt den Film noch mal so wiedersehe. Und dann habe ich gesagt, ich habe ein überwältigendes Gefühl der Dankbarkeit. Also einmal jetzt, dass wir wieder im Kino sitzen können und dass es vor einer Leinwand ein echtes Publikum gibt, was reagiert, was auch viel gelacht und viel empört und angeekelt war. Aber Dankbarkeit auch, dass tatsächlich dieses Projekt zu mir gekommen ist. Ich habe ja den Film nicht ausgesucht, sondern ein Produzent, der mich gut kannte, Franz Seitz, der schon meinen allerersten Film produziert hatte, der junge Terles, der kam mit dem Projekt zu mir und ich habe gedacht, das kann ich doch überhaupt nicht machen. Da muss man irgendwie einen ganz verrückten Regisseur haben. Und der hat gesagt, nein, 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 das Buch ist verrückt genug. Wir brauchen hier einen Regisseur, der sich dahinter klemmt und der es fertig bringt, das umzusetzen. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, denn die Dreharbeiten waren dann fantastisch und das ist einfach ein Geschenk, wenn man an einem solchen Projekt arbeiten kann. Und das zweite große Geschenk war natürlich die Besetzung mit David Bennett in der Hauptrolle, dass wir den gefunden haben. Ja, Sie haben es angesprochen, es ist schön, dass wir wieder ins Kino gehen können. Die Blechtrommel, die restaurierte, 4K-restaurierte Fassung, wurde heute in 100 Kinos gezeigt. Jetzt diesem Das ist Stream doch ein Grund zur Freude für einen Regisseur nach 40 Jahren. auch fürs Publikum, würde ich sagen. Und jetzt diesem Stream sind 28 Kinos in Deutschland zugeschaltet, drei in Österreich. Hallo, hallo, überall. Das Besondere daran ist, dass das Publikum selbst Fragen stellen kann. Also Sie können uns per SMS oder WhatsApp, die Nummer ist hier bei mir unten eingeblendet, Ihre Fragen schicken, gerne auch mit dem Namen dabei und aus welcher Stadt oder aus welchem Kino Sie die Frage schicken. Ich sage die Nummer jetzt trotzdem nochmal, ist 0049 151 299 693 und 85. Und die Fragen werde ich dann an Volker Schlöndorff weitergeben. Ich wollte nur schon mal zunächst fragen, das ist wahrscheinlich auch hier eine Premiere für Sie, oder? Dieses Digital Kino. Ja, also Zoom-Konferenzen Haben habe ich in den letzten Monaten viele gemacht, aber noch nie mit dem Publikum. Also es ist eine doppelte Premiere. Erstens wieder ins Kino gehen und einen Film zu sehen und zweitens ohne große Reisen zu machen, mit dem Publikum direkt kommunizieren zu können. Sie Aber eine Premiere gab es ja auch real gestern, also der restaurierten Fassung. Ja. Da waren ja auch Teile des Ensembles da. Und ich denke mal, das ist ja eine Sache, die wahrscheinlich selten passiert, dass man sich mit den Schauspielerinnen und Schauspielern und Teilen des Teams den Film nochmal anschaut. Wie war das für Sie? Ja, also hier hinter mir, der kleine David Bennett, der ist ja nun inzwischen ein erwachsener, über 50-jähriger Mann. Damals war er 11 Jahre alt. Und der hat sich jetzt richtig ausgesöhnt mit dem Film. Und ist jetzt stolz drauf, hat lange Jahre
Probleme gehabt, dass er immer darauf angesprochen würde, ach, du bist doch der Blechtrommler. Naja, wenn man als Kind ein Star ist und mit 25 mit einer jungen Frau spricht, dann will man nicht unbedingt auf das Kind bezogen werden. Aber jetzt ist er ganz happy. Und die Angela Winkler, also seine Mutter spielt, und die Kathi Thalbach, also im Grunde die beiden Mütter oder Frauen in seinem Leben, die waren auch da. Und die haben nebeneinander gesessen und die haben fast die ganze Vorstellung über immer gelacht oder Hu und Ha und als ob sie den Film zum ersten Mal sehen. Und auch ihre Rolle nach 40 Jahren, ja, was habe ich denn da gespielt? Oder die Angela Winkler, was habe ich mich denn da getraut? Jetzt verstehe ich erst, dass meine Mutter in der Nähe von Erlangen lebte, die solche Schwierigkeiten hatte mit ihren Nachbarn in der Straße, die gesagt haben, naja, also was deine Tochter da macht auf der Leinwand und da ins Bett geht und mit dem Mann, und das ist ja unmöglich. Also so ganz unmittelbare Reaktionen, die dann auch die Schauspielerin selbst erst mit 40 Jahren Abstand begreift, was sie da gespielt hat. Ja. Vielleicht kann ich an der Stelle, das passt ganz gut, schon mal die erste Frage irgendwie von den Zuschauerinnen und Zuschauern weitergeben. Und die kommt von dem oder der F. Santo aus Würzburg. Und die Frage heißt, welches ist für Sie persönlich Ihre Lieblingsszene dieses Films und vor allem warum? Ja, das ist eigentlich die Szene am Strandbad. Strandbad Brösen, als ich das Buch noch nicht wirklich machen wollte, den Film machen wollte. Das Erste, wo ich plötzlich so einen Klick hatte und dachte, doch, das kann ich machen. Das ist, als er da mit dem Badeanzug gestrickt, der ihn juckt und kratzt, mit der Katharina Thalbach an dieses Strandbad geht und da reingeht. Auch Erinnerungen, Strandbad Wiesbaden-Biebrich am Rhein, wo ich aufgewachsen bin. Da habe ich gedacht, das ist so ein für einen kleinen Jungen so ein Urerlebnis, ja. Auch diese Löcher in den Kabinenwänden aus Holz, und da ist nebenan eine Frau, die sich auszieht. Und jetzt bei ihm ist es noch dazu eine Frau, die direkt vor ihm steht und die sich auszieht, die für ihn, übrigens für den David Bennett, in der Erinnerung eine große blonde Frau war, weil er war ja der kleine Mann. Gestern im Kino sagt er dann: Sag mal, du bist ja kleiner als ich, zur Katharina Thalbach. Also, diese Szene, die ist so grausam und die ist so schrecklich, und dieses Entdecken, das Entsetzen, was er hat, wenn die sich vor ihm auszieht, das war für mich eigentlich das Schlüsselerlebnis beim Lesen und deshalb auch meine Lieblingsszene im Buch. War das schwierig für die beiden zu spielen? Na, die Katharina Thalbach wollte sich nicht ausziehen, kann ich ja auch verstehen. Und ich habe ihr dann aber gezeigt, mit einem kleinen Storyboard, wie man das drehen kann, ohne dass man sie je irgendwie nackt sieht im Ganzen. Man sieht immer nur einen Teil von ihrem Körper, einen Teil von ihm, und sogar die eine Einstellung, wo der kleine Oscar sich dann da auf sie stürzt, und man das Gefühl hat, jetzt ist er aber wirklich hier mit der Nase in ihrem schwarzen Dreieck gelandet. Ja, da war tatsächlich ein schwarzes Dreieck aus Stoff, was wir ihr auf den Bauch geklebt hatten. So dass also da, er war auch so kindlich, dass er das gar nicht unnatürlich fand. Die nächste Publikumsfrage: Was würden Sie heute anders machen? In der Inszenierung, nicht in der Technik. Bei fast allen Filmen würden mir jetzt sofort 10 Filmstellen einfallen. Und bei diesem Film ist irgendwie ein Wunder passiert, dass ich immer selbst davor sitze und sage, wie haben wir das denn gemacht? Also es sind ja viele Sachen, dass die große Szene auf der Maiwiese ist oder die Aale oder überhaupt die ganze Atmosphäre. Nein, ich könnte nichts verändern, weil ich könnte das überhaupt gar nicht mehr machen. Ich bin nicht mehr der, der das mal gemacht hat. Irgendeine Inspiration hat mich da geritten.
Wenn Sie den jetzt sehen, also als Zuschauer, können Sie sich da so fallen lassen, also wie das Publikum Vollkommen. Ich in bin die oft, also Illusion. jetzt natürlich, nachdem wir monatelang an der Restaurierung gearbeitet haben, weiß ich genau, was auf mich zukommt. Aber sonst, sagen wir mal, das erste Mal vor einem halben Jahr, als wir uns wieder dran gesetzt haben, bin ich immer völlig verblüfft, was da kommt. Also ich bin ein sehr gutes Publikum, sogar meiner eigenen Filme. Können Sie zur Restaurierung was sagen? Was wurde da genau gemacht? Ich glaube, die Augen von David Bennett haben noch nie so geleuchtet, oder? Noch nie so blau gewesen. Ja, nein, das ist eine ganz differenzierte Sache. Man kann heute, das weiß ja jeder, der eine Videokamera oder Photoshop macht, man kann alles verändern, aber man sollte möglichst so wenig verändern wie nur möglich und nur säubern. Und in dem Sinne haben wir auch eben die Bilder gesäubert, dass keine Kratzer mehr sind. Wir haben Schatten aufgehellt, wir haben bei den Gesichtern die Hautfarbe nachgeholfen, weil da ist es oft so, ja, wenn jemand vor einer grünen Tapete sitzt, dann durch den Reflex wird auf einmal das Gesicht auch grün oder wie auch immer. Diese Sachen kann man verändern, sodass auch auf einmal die Frauen auch dann eine schöne Porzellanhaut bekommen. Aber hauptsächlich die Intensität der Farben. Und die war mir von Anfang an so wichtig, sagen wir mal, also hier die Trommel. Ja, das ist ja Blechemaille mit einem Lack. So war in den 30er Jahren das Spielzeug. Und wie dieses emaillierte, lackgelackte Spielzeug, so sollte der ganze Film aussehen. Das war von dem Kameramann von Igor Luther, der genial ist, die Hauptidee. Und wir haben uns dann dieses Kinderspielzeug besorgt und aufgebaut und damit unsere Farbabstimmungen, also schon beim Drehen, bei den Kostümen und bei der Ausstattung gemacht, um dadurch den Eindruck zu machen, das ist die Welt aus der Sicht eines Kindes, wo alles, so ein bisschen, selbst die ganze Stadt Danzig sollte aussehen wie so eine Spielzeugstadt aus dem Baukasten. Dazu passende Zuschauerfrage: Wie viele Blechtrommeln wurden für den Dreh verwendet? Also wie viele Gas? Naja, ein halbes Dutzend schon. Also erstmal ein halbes Dutzend, um überhaupt die hinzukriegen. Die gibt es ja nicht im Handel, die Blechtrommel. Ja, also um erstmal die herzustellen, die zur Körpergröße vom David passt, die ein bisschen zu groß ist, damit er wieder kleiner wirkt, mit den Zacken. Also da haben wir eine ganze Menge Prototypen erstmal herstellen lassen. Und dann haben wir, ja, sagen wir mal, irgendwie zwischen 6 und 8 Stück verbraucht. Ungefähr so viele wie im Film. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, das war einer der Gründe, wo ich gezögert habe, ja, Blechtrommel, Blechtrommel, okay, ein Kind mit einer Blechtrommel. Aber für den Günter Grass hatte diese Blechtrommel ganz verschiedene Bedeutungen. Das war einerseits natürlich die Schreibmaschine, auf der er rumtrommelt. Das war aber auch der Hitler. Hitler wurde ja damals der Trommler genannt. Also bevor er an die Macht kam, hat er die modernsten Propagandamittel verwendet, also mit dem Flugzeug einzuschweben und diese Aufmärsche und diese Reden gehalten. Und er hat also ununterbrochen für sich selbst getrommelt. Aber was er erzählt hat, war lauter Mist, war Blech. Und deshalb wurde er dann vom Trommler zum Blechtrommler. Und das ist also wieder mit diesem Spielzeug verbunden, diese Vielschichtigkeit. Wie erklären Sie sich, möchte jemand wissen, die internationale Faszination für den Film? Also er wurde ja auch mehrfach, wie ich schon gesagt habe, ausgezeichnet, unter anderem mit dem Oscar. Gilt heute als einer der wichtigsten deutschen Filme überhaupt. Was glauben Sie, woran liegt es? Die Antwort habe ich am Set bekommen, gleich innerhalb der ersten Drehtage. Denn unsere Maskenbildner kamen von Fellini, waren Italiener. Der Special Effects Mann war Franzose. Der Kameramann Igor Luther war aus der Slowakei. Der Bühnenbildner war Grieche. Dann hatten wir ganz viele Polen im Team.
Und alle diese verschiedenen Nationalitäten und Kulturen waren sich in einem einig, die Faszination für das Kind, weil jeder von denen diesen Traum hatte, diesen Traum kannte, den man als Erwachsener hat, ach, wenn ich doch noch Kind sein könnte, wenn ich alle Privilegien hätte und keinerlei Verantwortung. Und ich glaube, das war das, was sich übertragen hat weltweit. Das ist im Grunde wie eine Figur aus Grimms Märchen. Wie viele Drehtage gab es eigentlich damals? Und ich meine, wie hat der 11-jährige, 12-jährige Junge das quasi durchgestanden? Brauchte er damals viele Pausen oder kann man sich eigentlich vorstellen? Na, der war hart im Nehmen. Und da muss man ja auch dazu sagen, da sind ja immer lange Vorbereitungsphasen im Laufe eines Tages dabei. Seine Mutter war immer dabei, dann ging er spielen oder machte was. Manchmal musste er auch Hausaufgaben machen. Also für ihn war das nicht anstrengend. Als der Produzent mich dann mal gefragt hat in der Vorbereitung, was willst du denn für eine Gage haben, da habe ich gesagt, keine Gage, 100 Drehtage. Das ist für damalige und auch für heutige Verhältnisse enorm. Das haben nur amerikanische Superproduktionen. Aber wir haben dann tatsächlich über 70 Drehtage gehabt. Und das brauchte man, denn ja, ich wusste schon, der Anspruch, die Latte liegt hoch. Wir wollten einen ganz tollen Film machen. Und da muss man eben, braucht man Zeit, um an jeder Einstellung zu arbeiten und auch mit den Schauspielern dahin zu kommen, dass sie in jedem Augenblick authentisch wirken. Ja. Dass man gleichzeitig vergisst, dass es Schauspieler sind, dass man immer das Gefühl hat, bei Angela Winkler, bei ihm sowieso, beim David, auch bei der Kathi, das passiert ihnen jetzt gerade. Ja. Und das Gesicht spiegelt das wieder, ohne dass man groß was spielen muss. Und das setzt halt Intensität voraus, setzt wieder Ruhe voraus, setzt Konzentration voraus, egal wie groß der Drehort gerade ist und der Aufwand. Und das alles überträgt sich in Zeit. Und ich glaube, auch heute mit den modernen Kameras, ohne Ruhe und Zeit am Set kann man nicht wirklich was Gutes herstellen. Da kann man was klauen, so en passant, aber wirklich herstellen braucht Zeit und Ruhe. Das heißt Geld. Mit Angela Winkler haben Sie auch vorher schon zusammengearbeitet. Ist das richtig? Verlorene Ehre der Katharina Blum, der Spitzname. Wie sind Sie dann, gab es für jede Figur viele Kandidatinnen oder wussten Sie eigentlich schon direkt, also die Angela Winkler, die Rolle der Mutter? Und vor allem, das interessiert auch das Publikum, wie sind Sie auf den David Bennett gestoßen? Also ich eliminiere schnell die anderen Figuren, denn die Angela Winkler und auch der Mario Adorf waren ja beide in der verlorenen Ehre von Katharina Blum, die ich vorher gerade gemacht hatte. Und die passten beide so sehr auf die Rollen, dass man schon beim Drehbuchschreiben nur an sie denken musste. Katharina Thalbach kannte ich gar nicht, weil die kam ja gerade aus der DDR rüber nach West-Berlin mit Thomas Brasch zusammen. Und die habe ich als im allerletzten Moment erst gefunden. Und dieses wunderbare Gesicht der Großmutter, die ja auch am Ende so dominiert, Bertha Drews, eine Schauspielerin, die im Kino bekannt war, also schon vor dem Zweiten Weltkrieg, übrigens die Mutter von Schimanski, von Götz George, auch dieses fantastische Gesicht. Ja, das stimmte alles und ziemlich schnell. Die Hauptfigur, ein Zwerg. Also ich bin erstmal in ganz Europa rumgefahren, zu jedem Zirkus, Sarasani, Krone, Cirque Richard in Frankreich und so weiter, weil ich immer die Vorstellung hatte, es muss ein Zwerg sein. Also zum Grunde wie der Lilliputaner, der dann auftritt. Und gleichzeitig war es irgendwie ganz klar, das geht nicht. Dann sind wir nach Goslar gefahren, in die Kaiserpfalz, da ist einmal im Jahr die Tagung der kleinwüchsigen Menschen. Da geht es aber um Krankenversicherungen und um Klamotten für die und welche Behinderungen die haben. Da waren ein paar wunderbare Menschen dabei, aber das waren natürlich keine Schauspieler und das habe ich gleich, mit denen komme ich nicht zurecht. Und in der Verzweiflung dann plötzlich ist mir eingefallen, wenn das ein Kind ist, was nicht mehr wachsen will, dann nehmen wir halt einfach ein Kind. Wir müssen ja nur ein begabtes, besonderes Kind finden, so wie bei Chaplin, Jackie Coogan in The Kid.
Und in dem Moment erfahre ich, dass der Sohn von Heinz Benent, dem Schauspieler, der den Gemüsehändler spielt und der ja der Katharina Blum den Rechtsanwalt gespielt hat, dass der Heinz Benent einen Sohn hat, der kleinwüchsig ist. Und da habe ich ihn angerufen und gesagt, kann ich denn deinen Sohn da, den David, mal kennenlernen und so? Naja, natürlich, was willst du denn machen? Naja, ich würde einfach mal mit ihm aufs Oktoberfest gehen, war gerade im September in München. Und ich habe den David da abgeholt und bin mit ihm aufs Oktoberfest. Da war er beschäftigt mit den ganzen Buden und ich habe ihn ununterbrochen fotografiert. Als ich mir nachher die Fotos angesehen habe, war ganz klar, der hat so eine tolle Beziehung zur Kamera. Manchmal wirkte er wie ein Baby, manchmal wirkte er wie ein alter Mann, manchmal ganz liebes Kind, manchmal ganz böser Bube und nur auf diesen Reportagefotos. Und so war es dann auch auf der Leinwand. Also noch selten einen Schauspieler oder überhaupt noch nie gehabt, mit dem es so leicht zu arbeiten war. Er war auch vom Gewicht her sehr leicht. Ich habe ihn meistens so auf der Hüfte getragen und ihm alle Freiheiten gelassen, weil ich wollte, dass er sich selbst für den Größten hält. Was ist aus ihm geworden? War noch eine Frage. Was David Bennett ist Schauspieler geworden. Gut, damals war er 11, dann wurde er 12, dann ist er erstmal weiter in die Schule gegangen, beziehungsweise auch von seinen Eltern unterrichtet worden. Und dann so mit 17, 18 hat er Theaterangebote bekommen aus Paris, von Peter Brook, in München von Arabal und anderen und ist ganz natürlich wie seine ganze Familie. Der Vater ist Schauspieler, die Mutter ist Tänzerin, die Schwester ist auch Schauspielerin und ist ja ganz normal sozusagen, hat er den Übergang gemacht ins Schauspielertum. Aber mehr und mehr zum Theater, weil er als Figur vielleicht zu extrem war für normale Film- oder Fernsehrollen. Und ja, und das macht er heute noch mal in einem Ensemble, im Berliner Ensemble war er lange. Und mal tritt er auch in Soloabenden auf. Das ist fast seine Stärke. Sie haben in Ihrer Karriere viele Literaturverfilmungen gemacht. Also Sie haben Der junge Törleß, eine Musil-Verfilmung, das war Ihr Spielfilmdebüt. Jetzt ist das ja so, bei einer Literaturverfilmung, zum Teil muss man sich dann mit der Autorin oder dem Autor, dem lebenden noch Autor, auseinandersetzen. Wie lief denn da die Zusammenarbeit, die Auseinandersetzung mit Günter Grass? War er zum Beispiel oft am Set? Und wie lief der Austausch? Und wie hat er sich zum Beispiel auch eingebracht? Ja, also Ihr Stichwort war lebende Autoren und komischerweise, ich bin mit lebenden Autoren gut zurechtgekommen, aber vor Günter Grass hatte ich erst mal Angst. Als ich schon mit dem Projekt zu ihm kam, da hatte er als erstes, weil wir waren in München, in Weilheim eine Wahlveranstaltung für die SPD, wo er ja sehr getrommelt hat, also im Wahlbezirk von Franz Josef Strauß, der sein absoluter Gegner war. Und ihn da zu erleben, da war er wirklich wie ein Volkstribun. Und dann nachher sich hinzusetzen und darüber zu sprechen, dass man ein Buch von ihm verfilmen will, war ich sehr eingeschüchtert. Zweite Begegnung war bei ihm zu Hause in Berlin, da hatte er dann irgendwie eine Linsensuppe mit Bauchspeck gekocht und war schon also sehr Oscar-mäßig, sehr oder Mazzerat-mäßig. Da haben wir einen gemeinsamen Berührungspunkt gefunden, über den wir uns verstanden haben, nämlich dass wir zur gleichen Zeit in Paris gelebt haben. Als er hat er die Blechtrommel in Paris geschrieben, in einer fast Kellerwohnung wohnt. Und ich war ein paar ja, Straßen weiter im Internat. Also es gab es auf einmal so was, Mensch, das wäre ja was gewesen, wenn wir uns damals begegnet wären. Dadurch sind wir ganz schnell zum Du gekommen. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber du musst ja gar keine Angst vor diesem Buch haben. Das ist nicht alles reine Erfindung, das ist alles ganz real. Ich bin ja in Danzig aufgewachsen und ganz viel bezieht sich da auf meine Kindheit. Fahr doch mal dahin, da ist noch einiges erhalten in den Vorort von Danzig, Langfuhr, in den Labesweg, nur mal so und so viel. Da war der Kolonialwarenladen und das habe ich gemacht und dadurch hat er mir
gezeigt, dass hinter diesen ganzen, wo man denkt, das sind ja wahnsinnige, groteske, ausgedachte, fantastische Szenen, aber das hat ja keinen Bezug zur Wirklichkeit, ist auf einmal zurückgebracht und das zu sagen, das ist nicht Fantasie, das ist Beobachtung. Das ist ganz genaue Beobachtung von dem Kleinbürgertum, von so einer Familie, in der ich aufgewachsen bin. Die einzige Erfindung ist eigentlich, dass der Osch gar nicht wächst und dass er mit seiner Stimme Glas zersingen kann. Aber alles andere habe ich so oder ähnlich erlebt. Und das war die allergrößte Hilfe für mich. Weil wenn er das erlebt hat, dann kann man das auch im Grunde nochmal wieder rekonstruieren und nachstellen. Also eigentlich die Szenen nachstellen, die sein Buch inspiriert haben. Wir liefen dann, möchten die Zuschauer wissen, die Dreharbeiten in Polen, damals sozialistisch, also quasi auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Ja, das war schwierig, denn der Roman von Günter Grass war im gesamten Ostblock verboten. Weil, sieht man nur ganz kurz in der Schlussszene, wo Adolf erschossen wird, ja, es da die Vergewaltigung durch die Soldaten der Roten Armee überall in Ostpreußen gegeben hat. Und das war im Buch ein ganz wichtiger Bestandteil und deshalb war das Buch verboten. Andererseits haben die Polen das Buch heimlich gelesen in Übersetzungen, die zirkulierten, weil sie fanden, dass die Darstellung des Lebens von Polen und Deutschen nebeneinander in Danzig und die ganze Tragödie, die daraus entstanden ist, mit diesem ersten Kriegstag, Zweiter Weltkrieg übrigens in ein paar Stunden, ja, 1. September 1939, jährt sich das, die Schüsse, den der David da, oder Oskar, beiwohnt in der polnischen Post. Das waren tatsächlich die ersten Schüsse im Zweiten Weltkrieg. Und deshalb haben dann die Polen unter Umgehung der Sowjetmacht uns erlaubt, in Danzig zu drehen. Und das war natürlich im Grunde die Voraussetzung. Man konnte diesen Film nicht in Lübeck oder anderswo drehen. Das musste schon, die Stadtsilhouette von Danzig musste zumindest da sein. Und dadurch habe ich dann auch viele polnische Schauspieler, den Daniel Olbryski, der den Liebhaber der Mutter spielt oder vielleicht der eigentliche Vater, nehme ich mal an. Wenn man Oskars blaue Augen sieht und seine blonden Haare, dann ist das nicht Mazarat, dann ist das nicht Adolfs Kind. Ja. So haben wir uns das jedenfalls zurechtgelegt. Wurde der Film denn dort im sozialistischen Polen gezeigt, möchte Josef wissen? Der wurde gezeigt. Der wurde erst über Goethe-Institute, so inoffizielle Kanäle gezeigt und dann aber ganz schnell auch offiziell, denn es war ja kam ja dann auch raus, dass es eine Koproduktion war. Ein Jahr später, also auch heute übrigens vor 40 Jahren, hat Solidarność mit den Pakt mit der Jaruzelski-Regierung unterschrieben. Und damit war dann ein Jahr nach dem Start des Films auf einmal die Angst vor den Sowjets weg. Und die Polen haben einfach diesen Film gespielt. Und er ist vielleicht in Polen genauso oder noch populärer als in Deutschland. Das ist immer wieder ganz eigenartig, ja. Sie haben eben das Datum angesprochen, der 1. September, der Überfall auf Polen, der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Jetzt startet wurde der Film heute am 31. August irgendwie in 100 Kinos gezeigt. Das ist mehr oder weniger Zufall, glaube ich, dass das so zusammen. Ja. Obwohl das ja in dem Film eine große Rolle spielt. Aber glauben Sie persönlich, dass der Film eine politische Relevanz hat heute? Eine ähnliche, die er damals hatte? Oder wo liegen da für Sie die Unterschiede? Muss ich mich stärken? Ja, es ist natürlich verblüffend und leider auch traurig, wie relevant das ist. Denn im Grunde zeigt der Film ja am Beispiel von der Figur von Mario Adorf, wie anfällig Leute für simple Lösungen sind. Und dann sagt man ihnen auf einmal, ja, die Welt ist kompliziert, aber wir haben eine einfache Methode, wie man das alles in Ordnung bringen kann, wird also alles reduziert auf ein paar Schlagworte
Und außerdem, ihr seid immer die Benachteiligten gewesen. Ihr, das sind in dem Fall die Kleinbürger. Wir werden euch zum Mittelpunkt unserer Politik machen. Und ja, mit diesen simplen Sprüchen ist es dann ganz, ganz schnell, solche Leute, die eigentlich Mitläufer sind, mitzuziehen. Und also ich glaube übrigens, heute ist nicht mehr die Gefahr so groß, wie das damals war, dass das dann ganz Deutschland ergriffen hat. Ich glaube, wir sind inzwischen dagegen gefeit. Aber die Gefahr ist immer da. Und die bleibt, also das ist der politische Aspekt, der immer bleibt, vielleicht heute mehr in den USA als bei uns. Ein anderes historisches Datum, ein erfreulicheres, vor 40 Jahren, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, hat der Film den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhalten. Da gibt es die Frage, wie war das für Sie damals? Wie hat sich das angefühlt? Vielleicht kann ich noch hinzufügen, ein bisschen neugierig, haben Sie ein bisschen damit gerechnet oder haben Sie eher gedacht, ach nee, haben Sie eher Ihre Erwartungen, sagen wir es mal so, Ihre Erwartungen runtergeschraubt, damit man dann nicht... Beides. Also ich bin zwar nicht größenwahnsinnig, aber als ich anfing zu drehen oder genauer gesagt bei der Einstimmungsparty oder Umtrunk vorm ersten Drehtag, habe ich mich vor das Team hingestellt in Zagreb und habe gesagt, also ihr müsst alle euer Bestes geben, denn wenn es uns gelingt, den Film so zu machen, wie ich mir das vorstelle, dann haben wir eine Chance, sowohl die Goldene Palme als auch den Oscar zu gewinnen. Habe natürlich kein Wort davon geglaubt, so wirklich. Aber ich dachte, ich muss mal dem Team sagen, wie hoch die Latte liegt und was wir hier, dass es hier wirklich um was geht. Und ja, wenn man einmal so einen Satz ausgesprochen hat, völlig unpräpariert, da hat wahrscheinlich der unbewusste Größenwahn in mir gesprochen, dann ist das einmal im Raum. Und dann muss man sich auch daran halten. Und insofern habe ich in Cannes vielleicht noch Zweifel gehabt, weil da war ja die Apocalypse von Coppola der Gegenspieler und wir haben uns dann die Palme geteilt. Wie ich heute finde, zu Recht, weil ich finde, das ist natürlich ein fantastischen Film, Apocalypse, aber ich finde die Blechtrommel, wenn ich sie heute sehe, den eigentlich noch den originelleren und stärkeren Film, bei aller Bescheidenheit. Und deshalb war ich dann auch zuversichtlich in Hollywood. Ja, hatte auch mein wunderbarer Freund Billy Wilder mich sehr bestärkt und hat gesagt, du wirst das sehen. Die Leute haben den Film hier verstanden. Aber hat sie das dann in der Folge unter Druck gesetzt? Also, dass sie den Oscar, dass der Film den Oscar gewonnen hat, hat das irgendwie... Naja, das ist natürlich für einen Regisseur so, wie wenn man den Ritterschlag erhält. Ja. Also mehr geht nicht. Und einer meiner Produzenten hat sich auch zu mir gewendet und hat gesagt, du Ärmster, von jetzt an wirst du schrecklich leiden. Ich kann Ihnen bis heute sagen, ich habe nie am Erfolg der Blechtrommel gelitten. Ich habe mich auch damit abgefunden, dass ich nie wieder so was Gutes machen werde. Das ist ja kein Grund, dass man dann nicht was anderes macht. Ja. Und ich empfinde den ganzen Erfolg einfach mit einer riesigen Dankbarkeit und auch mit einer Verpflichtung, dass man sich nicht mit weniger begnügen soll, als mit dem Besten, was man überhaupt bringen kann. Ich glaube, ganz besondere Dankbarkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, bei der Premiere gilt auch Eberhard Junkersdorf. Wollen Sie einen Satz zu ihm sagen, langjähriger? Mehr als einen Satz. Also wir, Eberhard Junkersdorf, wir haben vor 50 Jahren zusammen eine Firma uns kennengelernt und eine Produktionsfirma gegründet, Bioskopfilm in München, und haben tatsächlich 50 Jahre lang zusammengearbeitet ohne größeren Krach, weil wir auch ganz strikt immer getrennt haben. Er macht das Business sozusagen und ich mache die Kunst. Aber das heißt nicht, dass ich nicht beim Business mitreden kann, weil man da manchmal auch als Künstler einen guten Blick drauf hat. Und vor allen Dingen, dass ich auch zuhöre,
wenn er mir in den Film reinredet und mir was sagt und sagt, das glaube ich nicht, das nehme ich der Figur nicht ab oder da kommt das Publikum nicht mit. Und, das ist halt selten, dass man so ein Tandem bilden kann, was gut funktioniert. Und er ist mit dem Kameramann Igor Luther und dem Musiker Maurice Jarre sicher, wir sind die vier oder sind die drei Partner gewesen, die mir erlaubt haben, den Film so zu machen, wie er ist. Ich weiß, dass Sie das Drehbuch auf Französisch geschrieben haben. Ja, das hat eine Vorgeschichte. Ich bin ja in Frankreich aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe in Frankreich Filme machen gelernt als Regieassistent von tollen Regisseuren. Und da habe ich bei dem Film Viva Maria von Louis Malle mit Bardot und Jean Moreau den Drehbuchautor Jean-Claude Carrière kennengelernt, der dann die Filme von Buñuel alle geschrieben hat. Und als ich vor der Blechtrommel saß und mich gefragt hat, mit wem schreibe ich das jetzt, ist er mir spontan eingefallen, nicht obwohl er Franzose war, sondern weil. Weil ich habe gesagt, wenn wir das Drehbuch in einer anderen Sprache schreiben, dann sind wir schon mal befreit von der einschüchternden Wirkung der literarischen Qualität von Günter Grass. Ja, dann reduziert sich das schon mal auf die Story. Und zweitens hatte Jean-Claude Carrière auch sehr viel mit den Komikern, mit Jacques Tati und Pierre Etex, sogar als Gagman zusammengearbeitet. Und mir war es ganz wichtig, dass wir also aus dem Grotesken auch so viel Komik rausdestillieren, wie es überhaupt nur geht. Ja, und dann haben wir eben das Drehbuch zusammen geschrieben. Ich habe es ins Deutsche übersetzt, immer nachmittags, was wir morgens geschrieben hatten, und bin das dann mit Günter Grass durchgegangen, speziell für die Dialoge. Und dadurch, mit diesem Umweg, glaube ich, haben wir die Vereinfachung erreicht, die nötig war. Klingt auch nach einer Herausforderung. Und Louis aus Wien möchte wissen, was war für Sie die größte oder was waren für Sie die größten Herausforderungen während der Erschaffung des Films? Ach, jeder Tag hat seine Probleme. Die schwierigste Szene war natürlich, wenn der Oscar mit seiner Trommel den Nazi-Aufmarsch plötzlich zum Walzern verleitet und umfunktioniert. Und also 2000 Komparsen zu bewegen, vom Marsch plötzlich umzuschwenken auf den Walzer, das war schon sehr, sehr schwierig. Und das Ganze haben wir aus Kostengründen in Zagreb gedreht, weil dort die Komparsen am billigsten waren. Es war auch am schwierigsten, ihnen das vielleicht zu vermitteln. Aber das waren so die praktischen Voraussetzungen. Und sonst die größte Schwierigkeit bei allen Filmen ist immer noch die Finanzierung. Auch die Blechtrommel wäre nicht zustande gekommen, wenn nicht im letzten Moment noch ein französischer Co-Produzent eingestiegen wäre, wenn nicht im letzten Moment der Senat in West-Berlin noch eine Förderung verabschiedet hätte, wenn wir in Berlin drehen, was wir dann gemacht haben. Also ganz, ganz äußerliche Sachen. Und das Allerkomischste war für die Szene mit den Aalen, es gab keine Aale in Danzig. Und ich sage, ja, aber da kommen doch jeden Tag die Fischer rein. Ja, der polnische Requisiteur sagte, ja, ich habe keine Aale. Und dann habe ich einen deutschen Requisiteur hingeschickt und habe ihm einen 100 DM-Schein noch mitgegeben und habe gesagt, geh doch mal heute früh an den Hafen und versuch. Dann kam er auch mit einem Eimer voll Aale an und dann kam der polnische Produktionsleiter und sagte, wir müssen die Produktion leider anhalten wegen Korruption der polnischen Wirtschaft, denn diese Aale sind nur für den Export bestimmt. Ich habe vergeblich argumentiert, ja, wir haben doch aber mit DM bezahlt, das ist doch wie Export. Ja. Also solcher Schwachsinn, das kann oft das schönste Projekt zu Fall bringen. Konnte Angela Winkler nach einem Fisch sehen, eigentlich nach den Dreharbeiten? Sie ist jedenfalls immer noch Fisch gern oder Aale. Sie ist eine wunderbare Schauspielerin, die ist wie in Trance, wenn sie spielt. Sie begibt sich in die Situation rein
Und jetzt muss sie eben diesen Fisch essen, weil sie sich umbringen will und weil sie irgendetwas essen will, was ihr am meisten wieder zuwider ist, was sie am meisten anekelt, weil sie sich auch bestrafen will in ihrem ganzen Katholizismus und in ihrem Schuldgefühl. Und wenn die Angela dann da ist, ja, dann nimmt sie auch eine Sardinendose und isst die Sardinen und trinkt auch noch das Öl hinterher. Das macht ihr dann auch nichts aus. Ist sie in der Rolle und am nächsten Tag lacht sie wieder und das ist vergessen. Eine Frage noch dazu, aus dem Publikum, wie der Film damals aufgenommen wurde. Gab es auch negative Kritik und wenn ja, welche? Ja, die allernegativste Kritik, die kam von meinem eigenen Vater. Dem hatte ich, der lebte in Wiesbaden damals noch und ich hatte ihm da im Kino Karten hinterlegen lassen und dann, der telefonierte nicht, das war zu teuer, dafür war er zu sparsam. Und er schrieb mir einen Brief und hat gesagt, zu deinem Film, Doppelpunkt, scheußlich, Ausrufezeichen. Also diese Empörung von nicht nur von der älteren Generation, sondern auch von anderen, habe ich erlebt, habe ich damals nicht verstanden. Aber als ich gestern den Film nochmal wieder gesehen habe, mit Abstand und mit Publikum, habe ich manchmal gedacht, das ist schon ganz schön starker Tobak. Also ich weiß nicht, ob man sich heute das noch wagen würde. Es gibt noch eine Frage. Kann man den Bildwechsel Hitler, Beethoven sowie das Vergraben der Nazi-Anstecknadel als Metapher für Österreichs Geschichtsaufarbeitung lesen? Als Metapher für Österreich? Ja. Oder fürs Dritte Reich? Österreich steht hier. Habe ich nicht dran gedacht, aber kann man auch so sehen. Ja. Es ist jedenfalls auf den Nenner gebracht, dass dieser Kleinbürger, also dieser Ladenbesitzer, immer sich von großen Genies die Lösung erwartet. Ja. Es muss eben große Führer geben. Da gibt es eben das Genie, das ist Beethoven. Dann kommt aber ein neues Genie, das verspricht noch mehr, das ist Hitler. Und wenn der gescheitert ist, dann geht er wieder zurück zu Beethoven. Deshalb hat er noch nicht mehr Verständnis für die Musik als zuvor. Sie haben mir mal erzählt in einem anderen Gespräch, dass Sie den ganzen Film eigentlich vorher visualisieren, dass Sie die ganzen Bilder schon im Kopf sehen. War das bei der Blechtrommel auch so? Ja, muss man ja. Also es fängt schon mal an, dass Günter Grass hat es ja schon visualisiert in seinem Text. Ja, die sind ja großartig. Wenn man das liest, sieht man Bilder. Dann haben wir beim Drehbuchschreiben schon immer Skizzen gemacht. Jean-Claude Carrière ist ein großartiger Zeichner auch. Und dann mit dem Igor Luther, mit dem Kameramann, ist es so, dass ich immer, nicht Monate im Vorfeld, aber immer ein paar Tage bevor wir die Szene drehen und vor allen Dingen immer am Vorabend für den nächsten Tag, versuchen wir uns gegenseitig den Film, also die Szene von morgen, so zu erzählen, als ob sie schon gedreht sei. Also dann ist der hier und dann guckt er durch das Guckloch im Ast und dann sieht er da drüben, wie der Nazi-Aufmarsch stattfindet. Dann dreht er sich runter und dann kommt sein Fuß, ist auf einmal in Kacke, die braune Kacke. Also in dem Sinne ist das schon ein Mittel zur Kommunikation auch mit dem Team, damit irgendwie alle sich vorstellen können, was man vorhat. Also man kann die Bilder nicht im Augenblick beim Drehen erfinden. Man muss sie schon irgendwie vorher haben. Und das passiert mir natürlich selbst auch für mich alleine, also auch nachts oder so. Ich träume in Filmen. Ich sehe Bilder, Schnitt, Großaufnahme, Totale von unten, Drohnenshot von oben. Meine Träume sind schon fix und fertige Filme. Also ich hatte ja auch die Freude zu erleben, wie Sie hier irgendwie die Kamera eben noch eingerichtet haben, bevor wir das Q&A begonnen haben. Das ist sehr faszinierend. Ich finde es auch faszinierend, mich mit Ihnen zu unterhalten über einen faszinierenden Film, Ihre faszinierende Arbeit. Die 45 Minuten sind aber um, dabei. Deswegen bleibt mir eigentlich nichts mehr, als mich bei Ihnen zu bedanken.
Ja, und ich mich bei dem Publikum, dass ihr heute alle gekommen seid und uns noch zugehört habt. Das Kino ist doch was Wunderbares. Ja, es lohnt sich auch, dafür zu kämpfen. Ja, genau. Und herzlichen Dank auch für alle Fragen. Und sorry, wenn wir nicht wirklich alle beantworten konnten in der kurzen Zeit, aber wir haben uns Mühe gegeben, so viele wie möglich zu beantworten. Herzlichen Dank, Volker Schlöndorff. Dankeschön. Danke vielmals.